Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder ein Interview mit dem lieben Fabian von Lebenskraft pur. Hallo lieber Fabian, schön, dass du mit dabei bist. Hallo Silke, wie immer eine Freude, bei dir auf dem Kanal zu sein. Ja, wir haben ja schon in den letzten Jahren verschiedene Videos gemacht zu gesundheitlichen Themen, auch zu euren Produkten. Und diesmal sprechen wir auch über Produkte von Lebenskraft pur. Also in den letzten Jahren oder ihr seid ja auch vor allem bekannt durch eure Superfoods, die grünen Pulver. Also ich bewerbe ja auch gerne eure grünen Pulver, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, auch die Zahnkristalle, Zahnpflegeprodukte. Das ist, ja, genau, das ist auch für mich immer der Fokus, wenn ich bei euch immer mal so schaue, was es so an Produkten gibt. Und dann ist mir aufgefallen, hui, da habe ich mal wieder bei euch in die Liste geguckt, was ist denn jetzt? Es sind auf einmal Lebensmittel mit dazugekommen. Also ihr habt euer Sortiment erweitert auf Lebensmittel. Und da wollte ich mal fragen, wie es dazu gekommen ist, euer Sortiment jetzt noch darauf zu erweitern, jetzt auch wirklich Lebensmittel anzubieten. Welche Lebensmittel das sind, da kommen wir da noch drauf. Ja, also fange ich vielleicht damit an. Also wir alle, ich glaube, da ist fast niemand befreit davon, einen stressigen Alltag zu haben, Beruf, Familie, Partner und so weiter, schon immer leicht. Und sich da dann auch noch gesund und ausgewogen zu ernähren. Ich denke, deine Zuschauer können das zum Großteil schon umsetzen, aber vielleicht gelingt es auch nicht immer. Und da dann eben sich mit hochqualitativen Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter zu versorgen, das ist ja so unser täglich Brot einfach schon immer. Und da ist für mich irgendwie das die logische Folgerung, ne? Also Nahrungsergänzungsmittel und gesunde Lebensmittel gehen da Hand in Hand, um eben ja, Gesundheit, Ernährung unserer Kunden einfach auch bestmöglich zu unterstützen. Das ist so die Idee davon. Und ja, aus diesem Grund haben wir uns dann dafür entschieden, auch ausgewählte Lebensmittel, die einen Mehrwert für die Gesundheit haben und die Ernährung abwechslungsreich gestalten, in unserem Sortiment einfach anzubieten, ne? Das war so die Grundidee davon. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch noch die Tatsache, dass eben auch viele Lebensmittel oder auf der Welt oder im Discounter oder wie auch immer im Supermarkt einfach eine extrem niedrige Nährstoffdichte haben. Mhm. Und da ja eigentlich der Name Lebensmittel schon gar nicht mehr richtig verdient ist. Und deswegen war einfach die Idee, das zu erweitern, eben auch diese neue Sortimentskategorie Lebensmittel einfach mit ernährungsphysiologischer Wirkung oder ernährungsphysiologisch wertvoll einfach, ne? Also das ist so der Claim drunter, ne? Lebensmittel ernährungsphysiologisch wertvoll, die dann eben rein qualitativ hochwertige Lebensmittel, vitalstoffreich, gesund, nahrhaft und eben dadurch auch dann die Lebenskraft geben, ne? Also das war so die Idee dahinter. Also ich habe, als ich dann bei euch geschaut habe, habe ich gesehen, Kakaopulver, Dattelzucker, Kokosnussmilchpulver, auch so ein Ursalz. Und ich hatte nämlich auch gerade wirklich, wollte neues Salz kaufen, dachte, ach, wie praktisch, kann ich das dann gleich bei Lebenskraft pur machen. Und ihr habt auch ganz verschiedene neue Beerenpulver, habe ich gesehen. Und habe natürlich jetzt auch schon einiges bestellt und probiert. Und ach, was mir noch einfällt, das war ja ganz neu, dieses Hafermilch. Also Hafermilchpulver, ja. Oder Hafertrink, muss man ja sagen. Ne? Milch darf man nicht. Ja, ja. Hafertrinkpulver, genau. Und ist bei euren anderen Produkten, also gerade diese grünen Pulver-Superfoods, die ich ja auch schon seit Jahren gern verwende oder auch weiterempfehle, da haben ja viele auch Rohkostqualität. Wie sieht es denn bei den Lebensmitteln aus mit Rohkostqualität? Ja, also da zieht sich's weiter durch, wie auch bei den Nahrungsergänzungsmitteln schon, ne? Also Bio- und Rohkostqualität oder sagen wir mal Bio auch im Sinne von Wildwuchs, ja, was jetzt vielleicht kein Bio-Stempel drauf hat, aber mindestens genauso gut oder sogar besser ist. Also Bio- und Rohkostqualität, Wildwuchs, das sind einfach herausragende Qualitätsmerkmale, unter anderem natürlich, die aber auch dann, vor allem die Rohkost halt auch eben zur Hochwertigkeit und vor allem auch zur Nährstoffdichte eben unserer Produkte beitragen. Von daher ist das unser voller Fokus auch bei diesen Lebensmitteln. Immer geht's nicht. Es gibt bestimmte Lebensmittel, da geht's halt einfach nicht. Beziehungsweise da gibt es dann eben andere Punkte, die darunter leiden, ja, wo dann halt irgendwas vielleicht schlimmer ist, weil irgendwie ein Pflanzenschutzstoff oder sowas, also ein eigener, von der Pflanze entwickelter Schutzstoff drin ist, der dann halt eben eher schädlich ist und da verzichtet man dann lieber auf die Rohkostqualität. Also an allen Stellen, wo es eben Sinn macht und wo es geht, machen wir es. Das ist einfach ganz klar, ne? Weil, wie gesagt, um ein Maximum auch an Vitalstoffen aus den Lebensmitteln zu erhalten, ist es einfach notwendig. Ne? Wie gesagt, das ist einmal die Hochwertigkeit und die Nährstoffdichte. Von daher ist Rohkostqualität für uns ganz, ganz wichtig. Beispiel vielleicht auch dazu, ne? Das Sandorn-Pulver, das ist eben aus
100% Bio-Sanddorn. Das ist ja auch eins der neuen Produkte in dem Bärenbereich. Kommt aus Finnland, ist biozertifiziert von biozertifizierten Bärenfarmen. Die machen wirklich nichts anderes. Die haben sich da vollkommen spezialisiert drauf. Und das sind dann auch immer unsere Lieblingspartner, weil die wissen halt auch wirklich, was sie tun dann. Ne? Die haben quasi ihr Leben der Bäre geopfert und werden da auch angepflanzt und nach der Ernte dann eben in Rohkostqualität schonend getrocknet und weiterverarbeitet, um eben das Maximum an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und eben auch die wichtigen Enzyme, das ist ja unser Punkt, aber vor allem bei der Rohkostqualität, und eben auch das, und das kommt auch noch dazu, das natürliche Fruchtaroma, das ist auch so um Welten besser, ja, also du hast es ja auch getestet, ich hoffe, du bestätigst es mir. und was mir auch ganz toll eben bei dem neuen Sanddornpulver gefällt, oder das war eigentlich Grundvoraussetzung, weil ich habe ewig danach gesucht. Ich weiß noch, das war in den Anfängen von Lebenskraft. Wo wollte ich eigentlich schon Sanddornpulver in meinem Biobasis Plus haben, konnte es aber nicht machen, weil ich keins gefunden habe, was nicht als Trägerstoff Maltodextrin verwendet hat. Ah. Weil wenn man Sanddorn trocknet, der ist ja so klebrig, dann nutzen die meisten halt eben Maltodextrin, die meisten Hersteller oder Lieferanten, um das dann quasi sprüh zu trocknen. Ne? Und das wollte ich halt nie haben. Und jetzt haben wir endlich da in Finnland diese Quelle gefunden, die es tatsächlich schafft. Sehr aufwendig natürlich. Ne? Das ist natürlich auch immer dann eine Preissache, weil es natürlich extremer Aufwand ist, das Ganze ohne Maltodextrin zu machen. Und jetzt haben wir es wirklich 100% rein. Und ja, von daher haben wir uns auch in dem Fall bewusst auch für Finnland entschieden, ne? Nicht nur wegen dem Maltodextrin, sondern auch, das fließt ja auch immer mit in die Produktüberlegungen ein, ne? Dass eben auch in Finnland ist halt auch die Witterung und die Bodenbedingungen halt eben einfach optimal für so Bären, was dann eben auch zur Folge hat, die große Vielfalt an Inhaltsstoffen, intensivem Geschmack, ne? Das kann es halt nur da, weil das Klima da auch so rau ist, ne? Und eine Pflanze bildet ja immer quasi mehr Nährstoffe, wenn sie eben unter widrigen Bedingungen aufwächst, weil sie schützt sich ja dadurch selber. Ja? Die Pflanze bildet ja die Stoffe eigentlich für sich selber. Wir profitieren dann davon, wenn wir sie essen. Und deswegen gehen wir ja immer gerne auch in so widrige Bedingungen, also in so Gebiete mit widriger Bedingung, damit wir da eben auch so potente Pflanzen dann auch kriegen. Und ja, und das ist dann so im Prinzip jetzt das Thema und wie gesagt, die Rohkostqualität immer da, wo sinnvoll und ein Großteil der Produkte hat dieses Merkmal. Ja, gerade die Beeren, ihr habt ja dann auch Krähenbeere, Moltebeere, sowas habe ich noch nie gehört von den Beeren. Und die kommen ja auch aus Finnland und das sind ja auch wie Superfoods, Lebensmittel, Superfoods, voll. Sehr interessanter Geschmack auch. Wie heißt denn gleich dieses, ich verwechsel immer Krähen und Moltebeere, das, was heller ist? Boah, da fragst du mich, jetzt muss ich selber gerade passen. Ich glaube, die Molte ist die helle. Also ja. Die hellere, also fand ich auch ein sehr interessanter Geschmack. Also wir haben dann immer so die Pulver gelöffelt, weil das ist immer für uns das Kriterium, das nicht mit irgendwas zu vermischen, sondern pur. Ja. Und die ganzen, also ich kann die ganzen Bärenpulver, ihr habt ja mittlerweile wirklich, sind das 10 im Sortiment? Also wirklich richtig viele. Da ist ja auch der Bärenmix dabei, Erdbeere, Preiselbeere, ja genau. Beere. Dann diese Sanddorn und schwarze Johannisbeere. Also wir sind ja ganz große Bärenfans und ja, es eignet sich natürlich auch. Klar, wir essen es erstmal pur, weil dann der Geschmack ist sehr intensiv und dann kann man ja auch richtig gut die Qualität schmecken. Aber es eignet sich zum Beispiel auch total gern mal mit zu mixen, ne, mit dem Kokosnussmilchpulver, Erdbeerpulver oder anderes Pulver. Ja. Und da kann man sich einen hochwertigen Shake mixen oder auch über Eis. Also diese Bärenpulver gehen bei uns immer über Bananeneis, selbstgemachtes Bananeneis. Schmeckt mega, ja. Also du hast ja jetzt auch schon mal, genau, Rohkostqualität, auch so ein paar Kriterien angesprochen. Genau. Das spielt schon ein bisschen so in meine dritte Frage rein. Welche Kriterien müssen Lebensmittel haben, die ihr mit ins Sortiment aufnehmt? Also ein bisschen was hast du jetzt schon anhand der Sanddornbären erklärt. Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen? Ja, ich würde einfach mal kurz auch so diesen Prozess bei uns erklären, weil dann wird es eigentlich ziemlich deutlich. Ne? Also klar, in puncto Qualität machen wir ja keinerlei Abstriche, ne? Und auch keine Kompromisse. Ich hatte ja auch, ich glaube, in dem vorigen Interview auch schon mal erwähnt, dass man auch im Notfall, wenn man eben ein Produkt zwar unbedingt will, aber irgendwie einfach keine vernünftige Quelle findet, die da passt, dann lassen wir es halt auch weg, ne? Oder lassen wir es halt einfach auch liegen dann eine Weile, weil wir da halt wirklich einfach keine Kompromisse oder Abstriche machen wollen. Das ist uns, also das ist einfach mein Anspruch und den halten wir da immer ganz oben. Und ja, unsere hohen Qualitätsansprüche und Standards äußern sich im Prinzip schon direkt am Anfang, in diesem Sourcing-Prozess nennt man es ja, also diese Beschaffung quasi, der für jeden einzelnen Rohstoff und damit auch für jedes einzelne Produkt
quasi gilt. Ne? Also wir gucken uns wirklich jeden einzelnen Rohstoff an. Der wird sorgfältig geprüft und ausgewählt. Ja, das geht über sensorische Tests bis hin auch zu Analysen natürlich, zu Lieferantengesprächen, bis zu einer Prüfung von unserer Forschung- und Entwicklungsabteilung, wo dann auch mal der Biochemiker drüber guckt und der Pharmazeut. Also das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Und grundsätzlich sollen natürlich alle Lebensmittel neben der Rohkostqualität so wenig wie möglich verarbeitet sein, ne? Dass wir da keine Verluste an Vitalstoffen haben. Absolut selbstverständlich für uns ist, dass keinerlei Aromen, Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Also über die Themen, dass die nicht enthalten sind, ist klar. Und ja, für die pure Lebenskraft müssen unsere Produkte einfach so pur wie möglich sein, ne? Das ist einfach das Credo dabei. Unsere Lebensmittel, also das ist auch so ein bisschen meine Vision davon, ne? Dass unsere Lebensmittel, dass die besser sein müssen als Bioqualität. Ja. Mhm. Also wir wollen da wirklich einen ganz neuen Standard schaffen, der weit auch über die handelsüblichen Produkte hinausgeht, also selbst auch in Biomärkten dann darüber hinausgeht. Und dafür bedeutsam sind natürlich eben auch, ich hatte es vorhin schon angesprochen, Wildwuchsqualität, ne, Bodenqualität, unbehandelt, ungespritzte Rohstoffe, hochwertiges Saatgut. Ja, also wir gehen bis hin zum Saatgut und schauen, dass das passt. Nährstoffreiche Böden eben, ne, wie beim Grassaft beispielsweise, der Vulkanboden oder auch Wildwuchstundra in Finnland, ne, bei den Bären jetzt beispielsweise, naturbelassene Böden einfach. Die Regionalität, soweit es eben geht, versuchen wir zu berücksichtigen. Das ist natürlich nicht immer vollständig möglich, aber da, wo es halt geht, tun wir es. Und ja, geprüfte Qualität und chargengenaue Analysen, ne, runden das Ganze dann natürlich auch ab. Und das sind dann ja von unserer Einkaufsabteilung über Forschung und Entwicklung, Qualitätssicherung, natürlich unzählige Produktmanagement, unzählige Abteilungen und Personen und Menschen auch beschäftigt. Ne, macht es extrem aufwendig, aber diese herausragende Qualität und hoher Nährstoffgehalt haben eben für uns die höchste Priorität. Und von daher gehen wir halt diesen Weg. Ja, und man muss sagen, man schmeckt das auch. Ich habe ja so viele, also vor allem für mich sind ja die Grünpulver interessant, auch die Lebensmittel. Und wir haben ja so viel schon jetzt so getestet in den letzten Jahren. Und man schmeckt das einfach, die Qualität schmeckt man einfach. Du weißt ja, mein Lieblingsprodukt ist Grassaftpulver. Mhm. Seit 5 Jahren, ich weiß noch, 2017 hast du mich angeschrieben, ob ich das mal testen möchte. Und da hatte ich auch schon mal Grassaft, ein anderes Grassaftpulver getestet. Und seitdem ist es mein Lieblingsprodukt. Also wirklich seit 5 Jahren. Die cool. Nummer 1. Ja, mega. Ja. Ich kann es verstehen. Auf Reisen immer dabei. Ja, das ist so. Ich habe immer, wenn ich mal länger unterwegs bin, mindestens ein Glas Grassaft dabei. Manchmal noch so ein bisschen 7 Kräuter und so ein ganz kleinen Glas. Ja. Das ist immer dabei. Das ist so. Ja, weil es einfach so genial ist und ich merke auch richtig, wie mich das vitalisiert. Das ist einfach gut. So, so gut. Ja. Die nächste Frage, Fabian. Mhm, gerne. Auf welchem Produkte können sich die Kunden in Zukunft freuen? Also Lebensmittel, was ist so geplant? Mhm. Was würdest du gern mit aufnehmen noch ins Sortiment? Ja, das ist immer echt schwierig für mich, weil meine Produktentwickler kommen dann immer und fragen dann, was soll man machen in den Quartal 2, 3, 4 und so. Und dann fällt mir das immer super schwer, weil ich mich kaum entscheiden kann, ne? Weil einfach so viele wichtige Sachen noch da sind, die ich haben will. Und wir fangen halt auch gerade erst an. Ja, also es gibt da etliche, also wirklich vielleicht hunderte Produkte auf der Liste, um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, worauf man sich freuen kann. Ne? Also natürlich Nüsse müssen her, Trockenfrüchte müssen her, das Teesortiment soll definitiv ausgeweitet werden. Dann diverse Mehle, gekeimte Mehle, so Sachen, ne? Samen, Sprossen, Saaten, Fruchtpulver werden sicherlich auch noch ein paar kommen, Superfoods in dem Sinne, ne? Gewürze, Kräuter, ja. Und Öle. Ne? Also um mal so ein paar Kategorien zu nennen, da kommt noch richtig, richtig viel. Ne? Also es soll ja wirklich auch ein tolles Sortiment werden dann. Also von daher, was man auch noch anteasern kann, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, weil das ist sogar schon, ich weiß gar nicht, in ein paar Wochen müsste es auf jeden Fall da sein. Das sind die gekeimten Produkte. Da haben wir, ob ich es noch zusammenkriege, Einkorn, Hanfsamen, Brokkolisamen, Buchweizen, Hirse und Leinsamen. Also mit denen fangen wir an, 6 Stück, glaube ich. Mhm. Und alle in gekeimter Form, ne? Auch optimal der Geheimzeitpunkt je Produkt festgelegt, ne? Weil es ist ja unterschiedlich. Ne? Mhm. Und das auch ziemlich regional. Also das ist mega cool, das Projekt. Da freue ich mich super drauf. Ja, und dann haben wir eben auch noch die
Bio-Kakao-Nibs und die Spirulina-Nibs gerade in der Pipeline, die noch kommen. Also Kakao-Nibs, ne, pur, also nicht mit dem Yakun-Sirup, die haben wir ja schon, ne? Aber dann noch pure, braucht man ja auch ab und zu. Und dann eben noch Spirulina-Nibs sind auch. So diese kleinen, diese, so dieses kleine bröselige Spirulina. Ja, genau, das, was so crunched. Oh, das ist so genial. Ich habe nämlich bei Freunden haben wir auch, ich mag ja total die Kombination Gurke, Avocado, Algenflocken. Mhm. Und sie hatten dann noch diese Spirulina. Wie sagst du dazu? Spirulina-Nibs war so unsere das Idee. Das ist so genial. Also da, ja. Also da bin ich begeistert. Das hört sich schon gut an, wenn das kommt. Und auch diese gekeimten Sachen. Du weißt ja, Sprossen oder gekeimt, ja, gekeimt, das ist halt auch so meine Passion. Und was genau ist das nochmal für ein Produkt? Also du hast jetzt ja aufgezählt, was da alles ist. Das sind aber einzelne Produkte, oder? Das ist eine Mischung. Nee, einzelne. Nee, alles einzeln. Ne? Alles einzeln. Das war Einkorn, also so ein Urweizen. Ja. Ne? Ja. Dann haben wir Hanfsamen gekeimte, Brokkolisamen. Und da auch eine Sorte bei den Brokkolisamen, also ganz, ne? Nicht vermahlen, ganz. Und auch eine Sorte, die extrem sulforafanreich ist. Ne? Das ist ja der Wirkstoff im Brokkolisamen, der auch diese, hat ja ich weiß gar nicht, Heidelberg da, ne? Das Universitätszentrum da in Heidelberg hat es ja schon ziemlich ausführlich untersucht, diesen Sulforafan-Zusammenhang mit Krebs. Und Buchweizen, Hirse und Leinsamen. Ach, ne? Also sechs Stück und die alle in einem optimal gekeimten Zeitpunkt, dann schonend eben auch in Rohkostqualität, logischerweise an der Stelle in Rohkostqualität getrocknet. Und dann eben schön, also Buchweizen ist ein Traum, ne? Also sie sind aber alle mega lecker. Also wir haben alle schon getestet und ich kann es auch selber kaum erwarten. Kann man sich dann gut über einen Salat streuen? Ja, oder Buchweizen mega. Hat ja auch was Nussiges, kann man ja auch für Süße. Ja. Süßigkeiten verwenden. Und was auch spannend ist, man hat ja auch festgestellt, dass selbst wenn man es jetzt nicht, wenn man jetzt nicht 100% roh lebt, sondern eben auch mal ein Brot backen will oder sowas, selbst dann ist es viel verträglicher, auch was das Gluten und so weiter angeht, wenn man ein gekeimtes Mehl dafür verwendet. Ne? Auch wenn natürlich gehen die Enzyme wieder kaputt, dann beim Backen, aber es ist trotzdem viel verträglicher dann, hat man festgestellt. Von daher lohnt es sich auch selbst dann in der Küche beim Kochen und Backen, dass man auch da die gekeimten Mehle und Saatgut dann verwendet. Mhm. Okay. Ja. Ja, auf alle Fälle sehr spannend. Da freue ich mich drauf. Da ist auf definitiv einiges dabei, was ich auch gern testen möchte. Definitiv. So, zum Schluss noch an dich, das ist jetzt keine richtige Frage. Mhm. Such dir einfach mal ein Lebensmittel aus, was dir so am Herzen liegt oder was du einfach mal für meine Zuschauer vorstellst. Mhm. Also von den neuen Lebensmitteln muss ich natürlich auch eine Beere nehmen jetzt, ja, weil da bin ich ja selber, also deswegen haben wir ja auch so viele Beeren, weil ich selber so großer Fan davon bin. Und da wähle ich dann tatsächlich die wilde Heidelbeere aus, weil die einfach so genial schmeckt und so wertvolle Inhaltsstoffe hat, ist unglaublich. Wir haben sie ja da auch aus der Wildsammlung sogar, eine finnische Tundra-Wildsammlung, aber sogar biozertifiziert, ja, es ist ein Wildgebiet, was quasi als ganzes Gebiet biozertifiziert wurde. In Rohkostqualität natürlich gewachsen auf diesen finnischen Böden, die so relativ sauren Anteil haben, das ist fürs Wachstum ganz gut. Die eignen sich ja, also was kann man damit machen? Eigentlich alles. Ne? Man kann damit auch backen, zum Beispiel Zubereitungen von Frühstücken oder so Energy Balls, ne? Kann man ja auch in Rohkostqualität machen oder eben auch über Müslis, Porridge, Smoothies, Shakes. Also ich glaube, die Anwendungen sind echt unbegrenzt quasi dafür. Man kann es auch einfach nur in Wasser anrühren, was auch cool ist. Wenn man einfach nur ein bisschen Wasser nimmt, also ganz, ganz wenig, sodass es sehr dickflüssig wird. Und dann hast du ja quasi so ein Gelee fast schon oder so. Oder so ein Topping, ne, kann man dann auch draus machen. Das ist auch super lecker. Ja, und dann ist sie ja noch super, das ist ein absolutes Anti-Aging-Superfood, ne, wie man es so schön sagt heute. Das liegt an den Anthocyanen einfach. Ne, das sind ja diese sekundären Pflanzenstoffe. Die schützen einfach eben vor der vorzeitigen Alterung. Die antioxidativen Eigenschaften, Zerstärkung eben von Herz-Kreislauf. Man hat sogar festgestellt, dass die DNA da einen Schutz bekommt dadurch. Anthocyane mit positiven Effekten auch auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Also auch da wirken die. Und antientzündliche Eigenschaften, klar, ne? Wie bei allen Polyphenolen, sehr, sehr, sehr gut, was Entzündungsprozesse angeht. Von daher kann ich nur eine Lanze brechen für die wilde Heidelbeere, ist mein Favorit, ja. Ja, genau. Da danke ich dir, lieber Fabian. Und diejenigen, die die Videos mit Fabian und mir regelmäßig verfolgen, wissen ja, was immer zum Schluss eines Videos kommt. Und zwar Fabian und Lebenskraft pur und Fabian,
bieten uns wieder die Möglichkeit, oder mir wieder die Möglichkeit, an meinen Zuschauern wieder 5% Rabatt auf den Warenkorb zu geben, wieder für 5 Tage, ab heute 5 Tage. Ja, ihr findet alle wichtigen Daten, nochmal den Zeitraum, den Link zu Lebenskraft pur, natürlich auch den Gutscheincode, findet ihr unter diesem Video oder im ersten angepinnten Kommentar. Also ich kann euch auf alle Fälle die Produkte von Lebenskraft pur empfehlen, vor allem die grünen Pulver, aber auch die Lebensmittel, die Beeren. Einfach wunderbar, also das ist, die grünen Pulver und auch die Beerenpulver sind so eine Bereicherung und sollten eigentlich auch, finde ich, fast, also in jeder Küche stehen oder eine Auswahl davon, weil es einfach so wertvoll ist. Ich danke dir, Fabian. Ich danke dir, liebe Silke, vielen Dank. Für die Einblicke, also es macht mir immer total Freude, mit dir zu kommunizieren, dir zuzuhören und ist einfach immer sehr wertvoll. Und danke dir auch, ja, für dass du Lebenskraft pur ins Leben gerufen hast. Ich finde ja auch dieses Wort Lebenskraft, das ist so, das hat der Arnold Ehret schon, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, Das hat Arnold Ehret ja auch schon damals, Lebenskraft, das hat er auch schon mehrfach in seinen Büchern genannt und das passt einfach bei euch so. Und ich finde das so wertvoll, als du weißt, mein Fokus liegt ja auf frische Kost, Wildkräuter, Sprossen, aber Lebenskraft pur ist für mich auf alle Fälle eine geniale, wunderbare Ergänzung. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt noch eine Frage, wie zum Schluss meistens an die Zuschauer. Was haltet ihr von den Informationen von Lebenskraft pur? Kennt ihr die Produkte? Welche wertschätzt ihr? Ja, genau, was haltet ihr einfach von den Informationen? Wir freuen uns über regen Austausch unter diesem Video und wünschen euch noch eine wundervolle, harmonische Zeit. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Thank you.